Ja, ich grüße euch. Mein Name ist Uwe Knietsch, stamme aus der Friedensbewegung der ehemaligen DDR. Wir wissen noch nicht genau, ob die DDR wirklich aufgelöst ist. Forschen wir noch. Ich sage mal 50-50 steht's. Es gibt wohl noch irgendwo in Cottbus eine Stelle, die DDR-Restvermögen verwaltet. Und es wurde gemunkelt, dass die Reichsbahn nicht abgewickelt ist, sondern die Bahn nach wie vor das Streckennetz mietet, weil die Abwicklung nicht geht, rechtlich nicht geht. Ne, weil alles das, was Alten Kaiser noch gehört hat, unter Pfändungsvorbehalt steht und dort darf niemand anders ran. Und warum und wieso das so ist, erfahrt ihr heute alles. Ich wollte bloß mal fragen, wie die Befindlichkeiten sind. Also wer hätte Fragen zu gelber Schein? Lass mal, dass ich mal so rumfragen will. Also ich habe nicht so. Ja, nee, ist bloß so, das ist gut. Das ist ungefähr die Hälfte. Dann Fragen, Kfz-Zulassung und Personalausweisgeschichten. Gibt es da überhaupt? Viel. Ja, ich schreibe mal hier Zähne hin, das sind nur mal 20. Dann alles, was Apostille ist. Hat da irgendjemand Fragen? Das sind eine Fünfe. Da tun wir das ein bisschen sortieren. So. Gut. Ja, und dann die Geschichte der Selbstverwaltung. Das sind ein paar. Ja, das haben wir so Fünfe. Okay. Und Gemeindeaktivierung? Auch viel. Alles klar. Und die Fragen zu der A11 wegen Personalausweisabgabe. Ist da irgendwie noch so 10, ja, 10, 15 Leute? Hm, geht okay. Gut, tun wir in der Reihenfolge aber weiter. Das Wahlrentrecht ist mir auch wichtig. Bodenrechte, ja, dann schauen wir mal hin. Ja. Ja, gut, okay. Gut, habe ich auch schon mal so einen Fahrplan. Wir wollen ja, dass jeder, der hierher gekommen ist, auch, das erfährt, was er wissen will und dass das Fahrgeld nicht umsonst ist. Es ist vielleicht nicht mal kostenlos, denn umsonst seid ihr nicht hier. Ja, trotzdem möchte ich erstmal eine grundsätzliche Einführung geben, weil ja nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Na? Viele haben ja Kinder in der Schule, die müssen ja auch die Hausaufgaben machen. Und da kriegt er ja die absurdesten geschichtlichen Tatsachen aufgetischt, die sich alle 10 Jahre ändern, obwohl sich die Geschichte nicht geändert hat. Und der Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte ist, dass die Vergangenheit eben aus Fakten und Wahrheiten besteht und die Geschichte eben eine Geschichte ist, die sich eben fortentwickelt, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Und da muss man immer sehr trennen. Und ich halte es immer gerne mit Fakten und mit belegbaren Beweisen, was wirklich los ist und bleibt dann auch dabei. Und wir müssten erstmal überlegen, um erstmal ein bisschen einen Durchblick zu kriegen, was ist denn überhaupt mit dem Land los? Ihr wisst ja, gehen wir mal ganz weit zurück, nicht gerade zu den Urmenschen, sondern sagen wir mal Jahre 9. Ne? Im Jahre 9 waren hier noch die Römer, die also hier das Gebiet sozusagen besetzt hatten. Und irgendwann kam es zu einem Streit, weil einer der Anführer der germanischen Stämme hatte seine Ausbildung in Rom genossen. Also die ganzen Militärtaktiken, und der hat gesagt, dem haben sie auch übel mitgespielt, da hat er gesagt, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, drehe ich den Römer in eine Falle, dass sie dort nicht wieder rauskommen. Und er hat also dann sich von der Truppe abgesetzt und dann hat er dort einen Hinterhalt gebaut. Mit viel Aufwand und List und Tücke, und haben es dann geschafft und haben das römische Heer im Prinzip zwischen einer Barriere und einem Sumpf reingelotst und dort gab es keinen drin. Und das hat sozusagen die sogenannte Schlacht im Teutoburger Wald entschieden. Das ist eine klassische Kriegslist, die sauber durchgezogen worden ist und dazu geführt haben, dass das römische Sklavenhalterrecht in dem germanischen Stammesgebiet nicht mehr gegolten hat. Also es ist nicht nur die Schlacht entschieden worden, sondern das ist auch dieses sogenannte römische Recht damit beendet worden. Und das, was hier in Deutschland an den juristischen Fakultäten gelehrt wird, ist ein Jahr lang nur römisches Recht. Man kann dazu geschichtlichen Abriss sagen, aber den Leuten soll vermittelt werden, als ob das einzig gültige und umzusetzende Recht wäre. Ist es aber nicht. Über die vielen Jahrhunderte ist es dann im Prinzip fortentwickelt worden. So 1300 bis 1500 hatte dann die katholische Kirche hier das Sagen.
Die haben im Prinzip Land gestohlen mit ihren Kreuzrittern, haben den Leuten den Boden weggenommen. Wenn irgendjemand aufgemuckt hat, war er halt der Ketzer. Und dann haben sie halt Hexenfeuer gemacht. Und da wurden also nicht nur Leute verbrannt, die Wahrheiten gesprochen haben, auch viele, die Naturheilwissen hatten. Alles, was der katholischen Kirche da im Weg stand, haben die beräumt und haben sich sozusagen mit den Leuten die Häuser und die Grundstücke geholt. Und das ist das sogenannte römische Recht, was man also heutzutage auch wieder gerne etabliert hätte, weil es den Raub von Grund und Boden ziemlich erleichtert. Aber das ist weder gerecht noch Gerechtigkeit, sondern es ist einfach nur eine Reihe von Regeln, um den Leuten das Eigentum wegzunehmen und die sozusagen so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden. Das ist das, was im Prinzip gemacht wird und was man uns da als Rechtsstaat verkauft. Aber das ist nicht das, was uns zusteht. Ein besonderes Thema in dieser Geschichte ist der sogenannte bürgerliche Tod. Ihr müsst euch ja überlegen. Normalerweise ist es ja so, dass es also bei Gericht zwei gibt, einen Ankläger und einen Beklagten, und dass es noch wie Zeugen gibt, also die Schöffen, die dann auch mit an der Urteilsfindung beteiligt sind. Und dann gibt es die sogenannte Justitia, da gibt es mit verbundenen Augen und ohne verbundenen Augen. Wenn man die Augen verbindet, kann man natürlich nicht sehen, wenn die Waage nicht in Waage ist. Und bei sehenden Auges hat man das Problem, dass es dann ansehende Personen gibt. Also wie man es dreht und wendet, es wird nichts Gescheites draus. Wie ist es denn früher gewesen? Im germanischen Stammesgebiet gab es einen Ältestenrat und der hat entschieden, wenn zwischen zwei Familienclans einen Streit gab, haben die eine vernünftige gemeinsame Lösung gefunden. Und wer dann immer noch damit einverstanden ist, dass er gemaßregelt wurde oder dass er wieder Gutmachen leisten muss, dann muss ich eben dann eine andere Sippe suchen. Und so ist es eigentlich richtig, und so müsste man es in einer modernen Form auch wieder auflegen. Das Problem ist nur, wir haben uns durch Schule und durch immer wieder Weitersagen falscher Geschichten in eine Situation reinmanövriert, die einen gewissen Aufwand erfordert, um das wieder auf ein normales und vernünftiges Maß zurückzudrehen. Und vielen erscheint es heutzutage antiquiert oder schwer verständlich, wie immer noch Leute vom Kaiser reden können, obwohl der seit 1943 das Kreuz von unten anguckt. Aber der Kaiser hat für uns was vorbereitet gehabt. Er hat nämlich darauf gesehen, also Kaiser Wilhelm II. Steht also nur von dem Ersten. Der Erste, Kaiser Wilhelm I. war ja Freimaurer und hat dem deutschen Recht und auch der deutschen Gerechtigkeit großen Schaden zugefügt, und Kaiser Wilhelm II. Hat vieles, das was ins Auge geraten hat, wieder gerade gerückt, und das hat zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Im Prinzip war zu dieser Zeit Kaiser Wilhelm II. Deutschland die Nummer 1, und wenn jemand eine herausragende Entwicklung vorstellen wollte oder eine wissenschaftliche Arbeit, dann müsste er die zuallererst in Berlin veröffentlichen. Und erst dann, wenn das Gremium an der Humboldt-Universität gesagt hat, ja, das ist top, dann hat es in der Welt irgendeine Bedeutung gehabt. Und natürlich ruft das natürlich den Neid vieler anderer Staaten und Völker hervor, aber die haben eben, das so persönlich genommen. Ne? Wenn eben immer nur wirklich gut ist in einer bestimmten Disziplin, in Fragen, wie organisiert man das Zusammenleben sonst kriegerischer Völker oder wie macht man gute technische Lösungen, die also nicht gleich 3 Monate nach Kauf auseinanderfallen, da muss man nur halt gewisse Prinzipien beachten und mehr Arbeit reinstecken und sich mühen. Und nicht einfach alles zusammenschustern so, und auch Unrecht begehen, sondern da hat man einem wirklich mit sehr viel Mühe und mit sehr viel Energie die Wissenschaft, die Technik und das Handwerk entwickelt, und das trägt dann irgendwann Früchte. So. Das ist eben eine andere Sache, als wenn jemand mit, boah, komme ich heute, dann komme ich morgen, und es wird schon irgendwie, und dann drehen wir hier 3 Drähte zusammen und dann funktioniert das schon irgendwie, und wenn es nicht blitzt, dann wird es schon irgendwie gehen. Also, wenn ihr mal ein amerikanisches Auto gesehen habt, wie die innen dann verdrahtet sind, dann haben sie die Räder zusammengetreten, eine Plastikkappe drüber gedreht, und dann wundert sich, dass es ein paar Kilometer weiter dann schon anfängt zu blitzen im Auto.
Es ist eben so unterschiedliche Vorstellungen von Qualität. Aber ich sage mal, unser Problem ist, wie können wir im Prinzip in diese gute, heile Zeit zurückkehren. Einmal rechtlich und einmal auch wirtschaftlich. Und das ist möglich. Und wir müssen uns überlegen, ist denn das, was die EU und die Bundesrepublik für uns so bereithält, wirklich das so, wie wir denken, dass es ist? Ich sag's mal vorsichtig. Wir haben ja immer ein Wirtschaftswachstum. Ne? Das wird also immer um 3% oder 2% nach oben gerechnet. Und dann gehen wir in den Laden und stellen fest, dass die Produkte, die wir kaufen, jedes Jahr um 17% teurer werden. Fragt man sich, wenn es Wirtschaftswachstum gibt und immer höhere Kaufkraft, müsste eigentlich immer billiger werden. Also irgendwas kann an der öffentlichen Darstellung nicht stimmen. Und 17% ist auch noch geschönt. Da müsst ihr schon mal überlegen, wenn er jetzt, sagen wir mal, eine Tüte Zucker für 1 Euro gekauft hat und das am Jahresende, also im nächsten Jahr, 1,17 Euro kostet, sind das stolze 17% Inflation. Und gerade bei Grundnahrungsmitteln, vor allem bei Butter, wer das letztes Jahr gemerkt hat, was die Butter letztes Jahr gekostet hat, was sie dieses Jahr gekostet hat, sind wir auch bei den 17%. Da fragt man sich, wie kommt denn das eigentlich? Naja, das könnte einfach daran liegen, dass die Konsumerkredite von 14% bis 3% Aufschlag, den die Bank draufrechnen darf, bis heute erhalten geblieben sind. Und zwar seit D-Mark-Einführung. Und dass die Produktivität so weit vorangerannt ist, dass sie einen Teil dieser Inflation immer wieder auffängt. Und die, die daran verdienen, sind diejenigen, die eben die Kredite an Firmen vergeben. Weil eine Bank hat heutzutage kein großes Problem, einen Kredit zu erzeugen. Die müssen nämlich nur 10% der Kreditsumme nach außen absichern mit Eigenkapital. Wobei das Eigenkapital nur aus den Kreditvermittlungen der letzten Runde stammt, also auch Lüftgeld ist. Müsst ihr euch so vorstellen, also tut jemand anders 100 Euro leihen und gibt dann aber bloß 10 mit. Und die anderen 90 Euro, die schreibt einfach einen Zettel. Und dann geht er damit einkaufen. Das ist das, was im Prinzip hier in der Wirtschaft passiert. Wir merken es nur nicht, weil wir gar kein wirkliches Geld einstecken haben, weil der Euro ist ja nur ein Zahlungsmittel. Also kein Geld. Da gibt es einen berühmten Banker, J.P. Morgan, der hat gesagt, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Da kann man sich ganz schwer vorstellen, dass unsere Euros alle nur Kredit sein sollen. Das ist aber tatsächlich so, weil jeder Euroschein hat einen Kredit in gleicher Höhe bei der Europäischen Zentralbank. So, und ist natürlich, das ist eine leckere Sache, wenn man am Drucker steht, einfach dort eine Zahl einstellt und sagt, na, ich mache jetzt einfach mal 30 Millionen Kredit, die haue ich einfach raus und drucke also über 30 Millionen Euro Scheine und die Leute gehen dann in der Gesellschaft damit einkaufen. Das Spiel geht eine ganze Weile gut, es geht vielleicht 10 Jahre gut, es geht vielleicht 20 Jahre gut, aber irgendwann habe ich einfach keine Güter mehr, die ich für die bunten Zettel ausreichen kann. Und in den USA ist es zum Beispiel so, dass der Dollar mit nichts gedeckt ist. Also es gibt nichts, keine rechtliche Grundlage, dass irgendein Dollarschein gegen irgendwas Wertiges getauscht werden muss. Dass die Leute es trotzdem machen, eine schicke Sache, weil der Dollar nur halt unter Copyright steht. Also ich kann den Kopierer anwerfen und mir dann entsprechend viele Dollars erzeugen, das darf nur eine Bank. Aber Privatmann darf das leider nicht. Und die kleine Ungerechtigkeit ist eben damit begründet, dass die Banken das besonders häufig tun und in Größenordnung Geldscheine in Umlauf bringen. Und wenn das die Federal Reserve darf, macht das die EZB natürlich auch. Und der Mario Draghi, der also der EZB vorsteht, hat natürlich in den letzten Jahren sehr viel Euros gedruckt. Und jetzt versucht man natürlich, noch mehr Leute reinzuholen, in den Konsum immer weiter anzukurbeln, dass also mit bunten Zetteln immer mehr gekauft wird. Und es geht auch eine ganze Weile gut. Irgendwann haben wir aber das Problem, dass wir so viele Schulden und Kredit aufgehäuft haben, dass der Gegenwert an Ressourcen, die entwickelt werden müssen, und an Arbeitskraft, in ein Missverhältnis kommt. Weil es wird ja mit dem Gelddrucken keine neuen Rohstoffe erschaffen. Und es wird ja auch im Prinzip immer neue Kredite erzeugt, die wieder neue Zinsen produzieren. Und irgendwann haben wir im Prinzip eine Scheune voller Schulden und Zinsen. Und das führt dann früher oder später zur Finanzkrise. Auf jeden von uns, der hier lebt, ist auf die Geburtsurkunde
einen Kredit aufgenommen worden, ohne unser Wissen, in der Größenordnung zwischen 50.000 und 90.000 Euro, je nachdem, wie lange man lebt. Und dieses Geld wird auf ein Schattenkonto geführt, was also nicht ein Kontoauszug erscheint, sondern was dann in der Schweiz verwaltet wird. Da gehen alle Steuereinnahmen drauf, die man also im Laufe seines Lebens bezahlt. Und da werden ja, soziale Leistungen und so weiter gegengerechnet und die Bundesrepublik bedient sich daran auch. Und es gab dann eine pfiffige Frau, die hat vor 2 Jahren, wenn ich es noch richtig weiß, da einfach mal was eingezahlt auf dem Konto, weil die Kontonummer, also die rausgekriegt hat, weil das ist irgendein Algorithmus, kann man das ausrechnen, und hat festgestellt, die Überweisung geht gut. Und dann hat sie einen Anruf gekriegt, wo ist sie denn an die Kontonummer gegangen, was soll denn das hier? Dann hat sie es nochmal gemacht und hat sie eine Abmahnung gekriegt. Das sollte es in Zukunft unterlassen. Ja, und das hat natürlich dann zu einer ganzen Welle im Internet geführt, dass da alle Leute versucht haben rauszukriegen, wie ihr eigenes Steuerkonto aussieht und was es damit hat. Und hat natürlich auch eine ganze Reihe Vorträge erzeugt über Strohmann-Konto und so weiter. Aber so richtig verstanden hat es eigentlich keiner, wie es damit zusammenhängt. Und wenn man sich das richtig überlegt, muss man ja wissen, wo ist denn der Film Strohmann-Konto her? Da stammt aus England, ne? Ist aber englisch untertitelt. Was ist denn in England anders wie in Deutschland? Man muss sich mal die Landkarte angucken. Wo war die Schlacht im Teutoburger Wald? Hat das die Engländer erwischt oder nicht? Oder sagen wir eher nicht? Ne? In England war es so gewesen, dass die Römer einfach gesagt haben, morgen wir kehren wieder um. Es gab keinen Sieg, sondern die sind einfach wieder heimgefahren, weil sie keinen Sold mehr gekriegt haben, weil das Römische Reich ist ja durch Steuerverschwendung untergegangen. Und die Europäische Union ist auch nichts anderes als eine Fortsetzung der römischen Dekadenz und steht genauso in der Gefahr durch ja, Misswirtschaft, Vetternwirtschaft, Kriminalität und Steuerverschwendung unterzugehen. Und ihr wisst ja, dass die Frau Merkel zum Beispiel in der, na, wie ist das hier, Bundespresseamt, alle Journalisten eingesprochen hat, gar nicht die Wahrheit zu sagen. Ist zu verstehen? Ja. Die Wahrheit zu sagen, sondern die Journalisten müssen eben die derzeitige Situation gut und schön reden. Und in der Zwischenzeit hat die Politik im Heimlichen Vorkehrungen getroffen, damit sie im Falle eines Zusammenbruchs unseres Währungssystems die Konten abräumen kann. Und dazu gehört unter anderem auch die Einrichtung des SEPA. SEPA bewirkt, dass sämtliche Konten dadurch irgendwann erkannt werden, also dass sie existieren, wenn mal irgendwo eine Überweisung hin- oder weggegangen ist. Jedes Mal, wenn also irgendwas überwiesen wird, wird also in England gemerkt, aha, dort gibt es ein Konto, das gehört zu der Person, dort ist so und so viel da, das und das ist zu holen, wenn wir es brauchen, brauchen wir ein bisschen roten Knopf drücken. Das ist der Sinn und Zweck dieser SEPA. Weil vorneweg ging es auch. Man konnte in der Europäischen Union ja auch Geld überwiesen. Eventuell hat uns die Bank mal Euros abgenommen. Wie zum Beispiel, wenn sie Geld in die Schweiz überweisen, zahlen sie zum Beispiel 15 Euro dafür, dass der Euro über die Schweizer Nationalbank in den Schweizer Währungskreislauf gelangt. Und in der anderen Richtung kostet es komischerweise nichts. Guckt man sich, warum das so ist. Die Schweiz hatte bis vor 2 Jahren noch den sogenannten BEC, entwässerten Umrechnungskurs, zum Euro. Der hat dann irgendwann die Bankwirtschaft in der Schweiz derart belastet, weil die im Prinzip die Euros nicht mehr stapeln konnten. Das ist einfach nicht mehr beherrschbar gewesen. Und da haben die gesagt, wir müssen das jetzt trennen. Und genau bei der Trennung sind einige Banken fast abgefackelt, weil es einen starken Sprung gegeben hat von 22 Cent. Dann müsst ihr es ja immer mal 200 nehmen, weil ja Währungspaare werden ja mit einem Hebel gehandelt. Das heißt also, man legt 1 Euro als Sicherheit hin und kann 200 Euro an der Börse handeln. Ne? Weil ja die Währung schwankt dann nicht so sehr. Also es sind mal 1%, dass die mal da hoch oder runter geht. Aber wenn es natürlich um 20 Cent springt, das ist ein Viertel, dann wird natürlich das mit dem Faktor 200 auch wirksam. Da hat natürlich einige Anleger auf dem Rücken geknallt und mit den Beinen nach oben. Und einige Banken harte Schrammen abgekriegt. Das ist eben die Folge. Man muss sich vorstellen, was passiert dann eigentlich, wenn die Kredite der EZB nicht mehr bedient werden können. Weil, sagen wir mal,
ein Land sich besinnt, wir führen das mal die Währung wieder ein, die wir vorneweg hatten. Es könnte Österreich sein, es könnte Frankreich sein, Frankreich will ja auch zurück in die Nationalwährung. Es könnte auch Deutschland sein, da haben wir viele Möglichkeiten. Man könnte in den DDR-Mark zurückkehren, man könnte in den D-Mark zurückkehren. Wir könnten auch in die kaiserliche Mark zurückkehren. Und da haben Leute einfach mal nachgeguckt und festgestellt, die kaiserliche Mark ist noch gültig. Weil die wurde nicht außer Dienst gestellt. Der Kaiser hat bloß oft gehört, Geld auszuzahlen. Aber gelöscht ist er nicht. Jetzt ist die Frage, was machst du denn mit diesen alten Lappen, die alles in die Klopapier, bedrucktes Klopapier, weil es hat die Papierqualität von 1918 natürlich ohne jegliche Sicherheitsmerkmale. Also die Banknoten kannst du nur mit Bauchschmerzen wieder in Kurs stellen, aber es gibt Millionen und Milliarden Münzen vom alten Kaiser, die man bei eBay erwerben kann, natürlich zum viel höheren Preis, also so eine Markmünze, die liegt so bei 1000 Euro heutzutage, seltene Sachen, weil die Münzhändler, die handeln damit. Und es gibt natürlich statt auch vom Kaiser noch Gold- und Silbermünzen. Ja, wenn die alle noch Geld sind, wird das natürlich eine spannende Sache. Entscheidend ist aber, wenn irgendeiner auf den roten Knopf drückt, was passiert dann? Was passiert mit unserem Auto? Was passiert mit unseren Grundstücken? Was passiert mit den Zahlungsverpflichtungen? Da muss man sich überlegen, die ganzen öffentlichen Verträge für Wasser, Abwasser, Energie, wer hat die denn rechtmäßig schließen dürfen? War denn wirklich die Gemeinde der Vertragspartner? War der Staat der Vertragspartner? Spannende Geschichten. Da gab es am 25.07.2012 eine seltsame Gerichtsentscheidung. Da ging es um die Gerichtsentscheidung über die Überhangmandate. Und das ist nicht weiter aufregend gewesen, da ging es nur um einen Sitz. Aber die Urteilsbegründung von dem Ding ist sehr spannend. Da steht nämlich drin, dass es seit 1955 keinen gesetzlichen Gesetzgeber gab. Das haben die meisten überlesen, den Satz. Aber das ist im Prinzip die schallende Ohrfeige dafür, dass der Herr Voskuhle die Bundesregierung regelmäßig abgemahnt hat, endlich mal die Wahlgesetzgebung zu überarbeiten und auf den gültigen Stand zu bringen. Unser Eins wurde das überlesen. Aber wer das Grundgesetz mal genau gelesen hat, der stellt fest, dass da drinnen steht, dass es nur direkte, geheime, unmittelbare Wahlen gibt. Muss ich überlegen, was ist denn das? Ja, eine mittelbare Wahl wäre wie in den USA. In den USA wählen die zuerst die Wahlmänner und die Wahlmänner wählen dann den eigentlichen Präsidenten. Da sagt man, das ist doch in der Bundesrepublik gar nicht so. Na, in der Bundesrepublik haben wir zum Beispiel die Listenwahl. Die Listenwahl ist auch keine direkte Wahl, weil die Liste wählt die Partei. Und du wählst die Liste. So, du wählst aber nicht den Kandidaten. Und selbst wenn du gewisse Politiker, regionale Politiker der CDU noch sympathisch findest, weil sie bei dir im Handballclub sind oder weil sie persönlich kennst, machst du dort das Kreuzel, wahrscheinlich immer die Frau Merkel, die keiner wollte. Das ist die indirekte Wahl. Also es gibt niemanden, der die Frau Merkel als Kanzler gewählt hat, weil der Bundestag wählt die Kanzler und die Richter. Und die Wahlkommission, hast du gar keinen Einfluss drauf. Uns ist das aufgefallen, als wir im Rahmen der Europawahl zusammen einfach mal geguckt haben, was ist denn mit der Staatsangehörigkeit los? Also wir mussten da die ganzen Formulare beeilen, dass wir die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Da haben wir überlegt, was ist denn das, wo kommt denn das her? Haben wir ein Gesetz hergenommen, da stand drinne, das sogenannte STAG, Staatsangehörigkeitsgesetz, und haben wir geblättert und da ist uns aufgefallen, Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Hä? Bundesrepublikanisches Staatsangehörigkeitsgesetz hat ein Datum vom Kaiser? Hä? Was ist denn da los? Und da haben wir uns das angeguckt, was am 22.07.1913 drin gestanden hat. Da steht auch das gleiche Datum drin, aber es steht ein anderer Text drin. Da muss ich fragen, was ist denn nur los? Wenn es ein Ausfertigungsdatum gibt, gibt es einen Ausfertigungstext. Das heißt, der Text vom 22.07.1913 ist der offizielle und ein Gesetz, was auch das Ausfertigungsdatum vom 22.07. hat und einen anderen Text, der später entstanden ist, eine Fälschung. Weil, wenn ich das Gesetz 2013 überarbeitet habe, am 13. August,
müsste ich das Ausfertigungsdatum ja auch ändern. Würde man denken. Ne? Es macht Sinn, dass die Bundesrepublik den Staatsangehörigkeitsgesetz macht, nach ihrer Gründung. Weil wenn ich ein Statut über den Hitlerstall mache, kann ich ihn erst machen, wenn das erste 100 eingezogen ist. Ne, vorne weg. Ne? Logisch. Also ich kann erst die Heiratsurkunde ausfertigen, wenn geheiratet ist. Wenn die noch nicht geboren sind. So, das ist eben das Problem und da haben wir halt mal eine Wahlanfechtung versenkt. Und auf die Wahlanfechtung haben wir noch kein ordentlich unterschriebenes Urteil, weil die eigentliche Richterin, die es zu unterschreiben hatte, drunter geschrieben hat, ich bin Gott krank. Und alle anderen haben gar nicht unterschrieben. Ja, da haben wir irgendwie in der Westennest gestochen. Dann müssen wir uns überlegen, was ist denn hier eigentlich los? Rausgekriegt haben wir Folgendes. Der Kaiser hat bis zum 27.10.1913 im Amt gewirkt. Da sagen viele, ja, da war ja schon Krieg und da müsste man eigentlich ja eher gucken. Ist aber nicht wichtig, weil solange wie der Staat handlungsfähig ist, ist er handlungsfähig. Also wenn Iran in Irak einen Krieg haben und Irak in Iran einmarschiert ist, löscht es dann Iran ja noch nicht. Deswegen, weil der Irak dort eingefallen ist, natürlich bis zur Landesmitte vorgedrungen. Beim Deutschen Kaiserreich war es aber so, dass die Amis lediglich die Absicht hatten, hier einzumarschieren. Und der Kaiser gesagt, also die Amis, wenn die hier aufs Reichsgebiet marschieren, dann machen wir lieber erstmal einen Waffenstillstand. Dann haben die ein Waffenstillstandsabkommen gemacht. Das ist kein Staatsakt, das können zwei Militärs miteinander machen. Und dann haben die erstmal die Waffen ruhen lassen. Ich muss ja überlegen, es gab ja dann in den Niederlanden halt so Schlachten, so Stellungskriege, da haben die also sich unterirdisch Gräben geschaufelt und haben den ganzen Tag durch die Gegend geballert. So. Und da die alle in den Gräben standen, ist nicht wirklich was passiert. Wir haben halt Material verbrannt. Die Leute haben sich in dem Wasser, was sich dann in den Graben sammelt, den Grabenfuß geholt. Und im Prinzip haben sie nur noch die Verletzten und Kranken abtransportiert. Und zwar auf allen Seiten gleichzeitig. So. Und irgendwann hat die gesagt, das ganze Ding macht keinen Sinn mehr. Wir brechen das jetzt ab. Es gab aber zu dem Ersten Weltkrieg keinen Friedensvertrag. Das heißt, wir haben immer noch den Waffenstillstand vom Ersten Weltkrieg, nicht Zweiten. Im Zweiten reden wir noch gar nicht. Ersten Weltkrieg. Dann sind die Soldaten sozusagen in die Heimat gerückt und da hat sich der sogenannte Soldatenrat gebildet, weil es war ja auch alles kaputt und die Wirtschaft ein bisschen ruiniert. Und da hat der Soldatenrat den Kaiser dafür verantwortlich gemacht, dass er Österreich-Ungarn bei dem Bündnisfall beigestanden hat, weil die zwei Kronprinzen in Sarajevo ja erschossen worden sind. Erst haben sie denen eine Bombe in die Karre gehauen. Und nachdem die eine Pause gemacht haben, haben sie die dann nochmal aufgelauert und erschossen. So, und da haben sie gesagt, wie kann denn da der deutsche Kaiser sich in den Krieg reinhängen? Das ist doch eine Sache, die Österreich-Ungarn mit den Serben klären müsste. So, und da haben die gesagt, du bist der Militarist, der uns hier in das Unglück reingeritten hat, und du bist dafür verantwortlich. Dass die anderen Staaten ringsherum und die kriegsführenden Parteien und die Waffenproduzenten diesen Ersten Weltkrieg regelrecht angeheizt haben, und zwar auf beiden Seiten. Das wird dann immer weggelassen. Entscheidend ist, hat es denn überhaupt einen Zweiten Weltkrieg gegeben? Und die Frage kann man mit Nein beantworten. Weil ein Waffenstillstand ist einfach, wenn der Waffenstillstand gebrochen wird, läuft dann dieser selbe Krieg weiter. So, und das ist passiert 1938, als nämlich die Polen in die Ostgebiete reinmarschiert sind. Die haben den Waffenstillstand vom Ersten Weltkrieg gebrochen. Und dann hat sich das Titel der Hitler, der in der Zwischenzeit an der Macht kam, ein Jahr lang angeguckt und ist 1939 auch nach Polen rein. Was uns im Prinzip als Beginn des Zweiten Weltkriegs verkauft wird. Ist es aber nicht. Der Waffenstillstand im Ersten war nie unterschrieben. Und der Friedensvertrag war nie unterschrieben, denn sobald geläuft der Krieg noch. Und auch die Hager Landkriegsordnung läuft noch, weil der Kaiser hat die Hager Landkriegsordnung mitentwickelt und hat eine frühere Version auch unterschrieben und hat aber noch Vorbehalte geäußert. Also es gab dann noch einen Vorbehalt bezüglich des Treueeids. Und das ist während seiner Amtszeit nicht abgeschlossen worden und diesen restlichen Passus hat dann erst die Weimarer Republik unterschrieben. So ist es also gelaufen. Also Teile der Hager Landkriegsordnung sind mit kaiserlicher Unterschrift versehen. Und eine neuere Version der Hager Landkriegsordnung nicht. Da hat der Kaiser sich geweigert, weil es einfach nur noch nicht durch war. Sowjetunion hat es unterschrieben, Frankreich hat es unterschrieben. Bei den Engländern bin ich mir nicht sicher, da habe ich noch keine verbindliche Rückmeldung. USA, selbst wenn sie unterschrieben haben, würden sich nie dran halten. Nützt uns nichts.
Fakt ist aber eins, dass aufgrund der Haager Landkriegsordnung auch die Bundesrepublik in der Haager Landkriegsordnung drin hängt und der Gauck bestätigt hat, dass sie gilt. Das ist entscheidend. Jetzt muss man sich sagen, wenn die Haager Landkriegsordnung gilt, warum halten sie sich nicht dran? Ja, jetzt kommt dieses Stack zum Einsatz. Das Stack macht eine neue Staatsangehörigkeit, für die es keinen Vertrag mit der Haager Landkriegsordnung gibt. Weil dieses Deutsch ist eine Staatsangehörigkeit, die vom 5.2.1934 stammt, von Adolf Hitler. Da sagen wir, Frau Merkel macht einen Kampf gegen rechts und will unbedingt, dass wir eine Staatsangehörigkeit haben, die vom Hitler ist. Kann doch nicht wahr sein, haben wir uns so gesagt. Das ist aber Fakt. Wir haben nämlich im Landratsamt Aue-Schwarzenberg, was eine Zweigstelle in Annaberg hat, ein lustiges Schreiben gekriegt, wo drauf steht, ja, die Stadt, es hat eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes gegeben, vom 5.2.1934 haben sie das Wort Hitler einfach weggelassen. Und das wäre die gültige Staatsangehörigkeit, weshalb dann Deutsch drin steht. Das ist aber schön, dass wir das jetzt mal erfahren, weil uns haben sie immer erzählt, in der DDR haben wir keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten. Also sie ist Mitteldeutschland, hat die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes nicht wahrgenommen und im Westteil Deutschland soll sie angekommen sein. Beides würde ich mit Nein beantworten, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also wenn Honecker und Ulbricht und wie sie alle hießen, gesagt haben, nee, also nationalsozialistische Nachfolge machen wir nicht, müssten wir in Mitteldeutschland immer noch die kaiserliche haben. Im Wessiland, also auch Bayern, würde ja bedeuten, wenn das wirklich gültige Änderung wäre, müsstet ihr alle, ob ihr wollt oder nicht, in die Staatsangehörigkeit von 5.2.34 reingerutscht sein. Und wenn die DDR der Bundesrepublik beigetreten wäre, was rechtlich ja nicht geht, weil wir die Rechtsnachfolge nur nicht hatten und weil nach DDR-Verfassung ein Volksentscheid zwingend notwendig ist, wenn die Regierungsgewalt einen ehemaligen Feindstaat übergeben wird, also sozusagen wenn der Volkskammer Hochverrat macht. Also es hätte, damit es überhaupt zu einer Wiedervereinigung kommen können, ein Volksentscheid gegeben hätten müssen in der DDR. Und nach Grundgesetz hoch, weil im Grundgesetz steht drin, Artikel 29 Absatz 8, wenn die Befugnisse des Bundes erweitert werden, es wird dann nur, wenn das Grundgesetz nur in der Altbundesrepublik gilt, wird auf ein größeres Gebiet ausgeweitet, muss nach Artikel 29 Absatz 8 ein Volksentscheid passieren. Übrigens auch bei jeder Kreisreform. Also wenn ihr hier Landkreise hört, hier bei Wahlen, die es vorneweg noch nicht gegeben hat, muss immer erst ein Volksentscheid passieren. In der Bundesrepublik hat es kein Volksentscheid gegeben. Bei uns im Ort hat es mal einen gegeben, da haben sie nämlich darüber abgestimmt, ob unser Ort, wo ich herkomme, also Grünau, zu Chemnitz zwangseingemeindet werden soll oder nicht. Und da haben die Leute einfach mit 92% dagegen gestimmt. Und haben es trotzdem gemacht. Also so viel zum Referendum. Das habe ich natürlich schon in der Wahlanfechtung versenkt und das Bundesverfassungsgericht, das Landesverfassungsgericht hat dadurch dann arge Probleme gehabt, das zu begründen. Wie gesagt, ich habe noch kein ordentlich unterschriebenes Urteil, ist alles nur Entwürfe. So, wie machen wir jetzt weiter? Im Grundgesetz steht drin, wenn es im Grundsatz der Gleichbehandlung, das heißt also, wenn die Mitteldeutschland besser gestellt wird bezüglich der Staatsangehörigkeit, da muss es den westdeutschen Mitbürgern hochgestattet werden. Und damit hat Frau Gauck ein Riesenproblem, weil er ist nämlich für die Bundesrepublik als Hauptverantwortlicher eingetragen. Also wenn die Bundesrepublik Schulden macht und es ist überhaupt keine ordentliche Staatsgründungsurkunde da, weil momentan steigen ja die Wetten auf immer größere Beträge. Ich habe vor Vorschau hab ich mal gelesen, dass irgendeine Firma 10.000 Euro ausgesetzt hatte, wenn jemand eine Kopie einer gültigen Staatsgründungsurkunde der Bundesrepublik hat. Inzwischen gibt es wohl 10 solche Angebote von 10 Firmen, sind also jetzt schon mal 100.000 Euro, die ausgeschrieben sind, wenn jemand wirklich die Staatsgründungsurkunde der Bundesrepublik auf den Tisch legen kann. Der Liefermangel deutet darauf hin, dass sie nicht existiert. So, was ist die Bundesrepublik eigentlich? Viele sagen ja, die Bundesrepublik ist eine Firma. Das ist natürlich Käse. Weil man muss wissen, wie entsteht die Bundesrepublik? Die Bundesrepublik entsteht mit jeder Wahl neu. Warum ist es so? Na, weil der Bund ein Parteikonstrukt ist. Und die Partei, das Parteikonstrukt sozusagen als Verantwortlicher für die Bundesrepublik eingetragen wird. Und da die Wahlergebnisse trotz aller Wahlmanipulation nicht immer gleich ausgehen, sondern sie immer ein bisschen variieren,
ist immer die eine Partei drin, immer die andere Partei. Und die erzeugt einen Bund. Und deswegen wird bei jeder Wahl immer ein neuer Verantwortlicher eingetragen. Außer für den Fall, die Wahlbeteiligung liegt unter 50%. Dann wird im UBIK plötzlicherweise der Verantwortliche nie nachgetragen. Den Fall haben wir nämlich in Sachsen. In Sachsen war die Wahlbeteiligung unter 50%. Und das sind bei den Gemeinden und bei den Kreisräten immer noch die Alten drin im UBIK. Muss ich überlegen, also wozu werden wir denn eigentlich? Wenn die Verantwortlichkeit nur dann umschaltet, wenn die Wahlbeteiligung über 50% ist, laufen doch hier zwei Filme. Das, was sie uns verkaufen und das, was hier wirklich im Hintergrund passiert. Was ist denn los mit den Landräten und mit den Bürgermeistern? Wenn man sich das richtig überlegt, kommt man ganz schnell dahinter, die sind alle Notstandsleiter. Durch die Wahlbeteiligung von über 50% legalisiert das Volk das, was der Vorhergehende gemacht hat, weil seine Volksvertreter entlasten den Landrat oder den Bürgermeister genau dann, wenn die Wahl gelaufen ist. Das ist die miese Nummer. Obwohl wir alle keine ordentliche Staatsangehörigkeit haben, tun unsere Volksvertreter den jeweils vorhergehenden Bürgermeister und Landrat entlasten. Das können sie aber nur machen, wenn die Wahl über 50% Wahlbeteiligung hat. Und wenn die Wahlbeteiligung unter 50% ist, bleiben die immer zwischen Baum und Burge hängen. Und haben dann jahrelang die Gemeinde an der Backe, obwohl sie gar keine Entscheidungsbefugnis haben. Bei einer offiziellen Lesart wird ja der neu gewählte Minderheitsregierung die Entscheidung treffen. Und der andere, der noch in der Wahlperiode mit weniger als 50% drin hängt, hängt noch übrig in der Verantwortlichkeit. Da sagt man sich, was ist denn das für ein krankes System? Ja, es ist Handelsrecht. Ja? Ich mache im Prinzip eine mehrheitsbestimmte Firma, und irgendeiner in der Firma muss für das alles einen Kopf hinhalten. So, nun ist es so, dass die Bürgermeister das noch gar nicht alle wissen, was denn wirklich hinter ihrem Rücken gemacht wird. Die unterschreiben einen Arbeitsvertrag beim Landrat und der Landrat hängt dem Bürgermeister beim Ludwig eine Verantwortlichkeit ein. Das ist das, was passiert. Und nachdem einige Bürgermeister, wo auch meine Videos gesehen haben, da haben die gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Da habe ich gesagt, na, dann guck doch mal rein in deinen Arbeitsvertrag und guck mal in den Ubik, was da drinnen steht. Da sind einige von den Bürgermeistern aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ich bin hier staatlich und ich mache hier alles für die Gemeinde. Und am Ende stehe ich vor den ganzen Mist ein und hab keinen, der mich dann aufhängt, wenn mein Haus und mein Grundstück und man weiß ich, über Generationen verschuldet ist. Weil die inzwischen auch mitgekriegt haben, dass es wohl keine Privatinsolvenz gibt, wenn du aufgrund einer notstandsrechtlichen Verfügung in die Vollhaftung gerätst, weil diese Haftung aus der notstandsrechtlichen Verfügung ins Kaiserreich leitet und im Kaiserreich es keine Privatinsolvenz gegeben hat. Da hängen die also über Jahre drin. Das trifft zum Beispiel alle zu, die Gerichtsvollzieher spielen. Also die als private Unternehmer Gerichtsvollzieher spielen und dafür 25% Provision kriegen, wenn sie uns eine GEZ aus dem Rücken leiern. Weil irgendjemand gesagt hat, naja, Staatsvertrag gibt es, wenn es einen Staat gibt, aber wenn es keinen Staat gibt, keine Staatsgründungsurkunde, kann es keinen Staatsvertrag geben. Der Landrat kann zwar mit einer Rundfunkanstalt einen Vertrag machen, aber dann müsste der Landrat mit der Rundfunkanstalt sehen, wie er das Geld verteilt. Und er kann keine Verträge zulasten Dritter schließen. Also müsste im Prinzip bei der Oma Hilde klingeln und sagen, willst du einen Teil meiner Verpflichtung übernehmen, dass du dem MDA das Geld gibst? Und da sagt er entweder ja oder nee. Wenn sie nee sagen, muss er zum nächsten Haus laufen. So wäre es eigentlich richtig. Da kann man sich vorstellen, bei den derzeitigen linken Medien will natürlich keiner für so ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem bezahlen, wenn am Ende noch rausgekommen ist, dass sie gar keine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt sind. Weil, was ist denn eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt? Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hat eine Ernennungsurkunde vom Kaiser. Es würde mich wundern, von ihm zu hören. Weil der Kaiser kann nur durch seinen Verweser vertreten werden. Und Verweserwahl hat man die letzten 100 Jahre noch keine gehabt. Und solange wir keinen Verweser benennen können, kann es keine Staatsverträge geben. Egal was es ist.